kam, veränderte er sie so, dass sie seinen Vorstellungen entsprach. Und dann spielte er die Szene selbst vor. Er hatte eine solche Suggestionskraft, dass man sogar die Kulisse und alle Figuren um den Hauptdarsteller herum sah. Man hatte die ganze Szene vor Augen. Und dann später bei den Dreharbeiten dirigierte er die Schauspieler. Er war in der Lage, alle Personen gleichzeitig darstellen zu können. Und doch wehrte er sich zu Recht gegen die Bezeichnung Schauspieler. Er war weit mehr als das. Er war zwar Darsteller, aber er konnte den Leuten den Witz, den er sich vorstellte, wirklich veranschaulichen. Er verlangte nicht, dass man ihn kopierte. Er sagte, er mache nur Vorschläge. War er im wirklichen Leben komisch? Diese Frage stellt man sich immer bei Komikern. Ja, diese Frage kann man sich immer stellen. Aber er war wirklich komisch, denn seine Arbeit verlangte es. Ich denke, wenn man diesen Beruf ausüben will und ständig einem Publikum aus Mitarbeitern gegenübersteht, muss man auch in der Lage sein, diesen Leuten die Komik zu vermitteln, die in dem Film spürbar sein soll. So war es für ihn immer wie eine Vorstellung, wenn er uns etwas erklärte. Doch er war auch ein sehr überlegter Mensch, sehr anspruchsvoll. Und seine Komik war nicht die eines dummen August. Dagegen wehrte er sich auch zurecht und sagte, ich gehe nicht mit Juckpulver oder flüssiger Luft in meinen Taschen spazieren. Man neigt immer zu der Auffassung, Komiker seien traurige Menschen, weil sie nicht immer zu lachen. Aber ich denke, es gibt auch eine optimistische Art, das Leben zu betrachten, wenn man es durch den Filter des Humors sieht. Und dies hat Tati sein ganzes Leben lang ausgezeichnet. Worin liegt die Bedeutung von L'École des Facteurs? Ich denke, dieser Film diente Tati als Sprungbrett für Tatis Schützenfest. Er war eine Art Modell. Zu jener Zeit hatte der Kurzfilm im Kino noch einen echten Wert. Damals konnte man sich damit noch seine Spuren verdienen. Und Tati hat dieses Genre sein Leben lang verteidigt. Er sagte immer, ohne den Kurzfilm hätte es die großen Regisseure wie Renoir und Fellini und so weiter nie gegeben. Ja, der Kurzfilm ist wirklich die beste Schule. L'École des Facteurs ist ein Sprungbrett und auch eine Art Modell für Tatis Schützenfest gewesen. Une maquette de jour de fête. Die Berühmtheit von Monsieur Hulot stellt die Person, die ihn erdachte, in den Schatten. Hulot ist bekannter als Tati. Die Fähigkeiten, mit deren Hilfe Jacques Tati diese Figur erschafft, entwickelt er lange, bevor er ans Filmemachen denkt. De face, en classe, on voit un professeur très correct. In der Schule sieht man den Lehrer vor sich stehen, korrekt, mit perfekt gebundener Krawatte. Wenn man aber kein besonders guter Schüler ist, wie in meinem Fall, muss man in der Ecke stehen. Von dort aus sieht man den Lehrer dann von der Seite. Was ein guter Schüler von vorne nicht sieht, das sieht ein schlechter Schüler von seiner Ecke aus, nämlich, dass sich der Lehrer ungeniert am Knie kratzt, dass er einen kleinen Bonbon-Vorrat hat und so weiter. Damals, glaube ich, habe ich angefangen zu beobachten, eben weil ich kein besonders guter Schüler war. Im Jahre 1916 in Mers-les-Bains sieht Tati, wie sein Vater in blauer Offiziersuniform an den Strand kommt. Er glaubt, dies sei ein Feldhüter, der ihn im Auge behalten soll. Ça fait un peu ridicule de dire
Es würde sich lächerlich anhören, wenn ich sagte, schon als Kind hätte ich meine Kameraden zum Lachen gebracht. Das wäre wohl falsch. Aber schon in der Armee wurde mir klar, dass auch sehr ernste Situationen äußerst komisch sein können. Jacques Tatischew absolviert seinen Wehrdienst im 16. Dragonerregiment von Saint-Germain-en-Laye. Wie ist Ihre Abstammung? Mein Großvater mütterlicherseits war Holländer, der andere Russe. Ich erwähne das, um zu sagen, dass ich kein hundertprozentiger Franzose bin. Der holländische Großvater war Bilderrahmenbauer und ich half ihm in seinem Geschäft. So wuchs ich mit Malern, den Impressionisten und mit Zeichnern auf. Ich lebte also schon immer in einem gewissen Milieu, das der Beobachtungsgabe Vorschub leistete. Ich habe Tati gekannt, weil er in der zweiten Reihe meiner Mannschaft spielte. Ich sehe noch, wie er auf mich zukommt und schüchtern fragt, kann ich beim Rugby mitspielen? Wir haben ihn aufgenommen. Er hat gespielt. Und abends gingen wir dann immer essen, mehr oder weniger ausgiebig, denn manchmal war unsere finanzielle Lage recht schwierig. Plötzlich sahen wir eine von innen beleuchtete Telefonzelle aus Mattglas. Und darin stand dieser junge Kerl, der damals noch sehr schmal war. Er machte chinesische Schattenspiele. Das war zum Schreien komisch. Das war sein Einstand in meiner Mannschaft. Alle haben gebrüllt vor Lachen. Alle standen vor dem Restaurant, die Kellner und die Gäste, um die chinesischen Schattenspiele von Tati zu sehen. Es war unbeschreiblich komisch. Nach einem Spiel gingen wir immer essen. Bei diesen Essen gibt es in Frankreich immer zwei oder drei Leute, die ein Lied anstimmen. Und da ich ein sehr schlechter Sänger war, begann ich, unser Spiel zu parodieren. Ich äffte den Schiedsrichter nach, schließlich die Zuschauer und all das. Danach kamen auch andere Sportarten an die Reihe, Fußball oder Tennis. Und letztendlich hatte ich das gemacht, was man eine Sportpantomime nennt. Als er ins Kabarett ABC wechselt, sagt eine große Schriftstellerin über ihn, ich glaube, von heute an wird kein Fest, keine Vorstellung in der Kunst oder Akrobatik ohne diesen erstaunlichen Künstler auskommen können, der etwas kreiert hat, etwas, das gleichzeitig Tanz, Sport, Satire und lebendes Bild ist. Er hat es fertiggebracht, gleichzeitig Spieler, Ball und Schläger, Ball und Torwart, Boxer und Gegner zu sein. Mit leeren Händen schafft er das Beiwerk und den Partner. In Jacques Tati, der Pferd und Reiter gleichermaßen ist, wird ganz Paris den Centaurus, das Fabeltier, lebendig vor sich sehen. Danach bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, so, diesen Beruf will ich ausüben. Er war nicht gerade begeistert, er glaubte, ich würde das Bilderrahmengeschäft übernehmen. Aber ich habe lieber Bilder geschaffen, als sie einzurahmen. Ich blieb etwa 10 Jahre in der Music Hall und bin beinahe um die ganze Welt gereist. Berlin, London, New York. Nun, ich bin mit meinem Programm fast überall aufgetreten. Es war nicht von großer Bedeutung, aber meine Nummer war etwas Neues. Dann, eines schönen Tages, sagte ich mir, gut, du spürst immerhin, dass du älter wirst. Und irgendwann, also ich bekam Angst, wenn ich mir die Künstler in der Music Hall ansah, die anfingen, sich die Haare zu färben, sich zu schminken und sich Rouge aufzulegen, um frischer auszusehen. Die mit allen Mitteln jung bleiben wollten. Ich fand, dort herrschte eine gewisse Traurigkeit. Und indem ich mich dem Film zuwandte, schaffte ich mir zumindest die Möglichkeit, auf alles erdenkliche Material zurückgreifen zu können. Denn im Kino arbeitet man unter Bedingungen, die einem auf der Bühne eben nicht zur Verfügung stehen. Andererseits konnte ich einen Beruf ausüben, den ich liebte und der mir Spaß macht. Ich habe die Filmkomödie nicht erfunden. Dieses Genre existiert, seit die ersten Filmaufnahmen von Little Titch in der Music Hall gemacht wurden. Das war die erste Filmkomödie.
Little Teach a fait quand on a filmé son numéro de musical, ça a été le premier film comique. Und seither hat sich das alles weiterentwickelt. Dies ist ein großer Garten und jeder Beteiligte hat sein kleines Steinchen dazu beigetragen. Einige haben größere Steine geliefert, andere wieder kleine Kiesel. Ich selbst habe gleich zu Beginn versucht, die Komik mehr auf Realität basieren zu lassen. Christophe, Christy, Chantal. Oh, mais c'est pas ça, Bibiche. Plus fort, ton jeune crève. Il faut que ça sorte de là, tu comprends? De là. Je vous en prie, mon cher ami. Cette vie-là. Le premier qui crève ici, je le crève. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. C'est là? Oui. Voilà. Eh ben, c'est mort. Laisse-toi aller. Mais meurs donc, voyons. Mein erster Kurzfilm entstand parallel zu meinen Auftritten in der Music Hall. Das heißt, zwischen der Nachmittags- und Abendvorstellung wurden einige Einstellungen gemacht. Und ich gestehe, dass der erste Film sehr, sehr schlecht war. C'est ma vie avec un individu pareil. Ah là là, ma pauvre mère me l'avait bien dit. Sans moi, je ne sais pas trop ce que tu tiens. Attends, mange. Et laisse-moi lire mon journal tranquille. Genau aus dem Grund, weil ich eben einen schlechten ersten Film gemacht hatte, versuchte ich dann, meine Fehler zu korrigieren. Das tue ich noch heute. J'ai une idée. Nous allons à la campagne. T'as de l'argent, toi? Laisse-moi faire. Nous allons à la campagne et nous aurons de l'argent. Tant pis. Écoutez, les gars. 200, ça ira. Je viens pour vous faire plaisir, allez. Au revoir, les gars. Approchez, mesdames et messieurs, profitez du beau temps. Profitez du beau temps, 35 francs seulement. Promenade en autocar, 35 francs seulement. La visite du château, la promenade en autocar, le déjeuner sur l'herbe, les attractions au bénéfice de... 35 francs. Ich war der erste Produzent von René Clément, weil er Kameramann war und Regisseur einer meiner Kurzfilme mit dem Titel Soigne ton gauche, achte auf deine linke. Chers Générales, c'est Dédé, notre grand Dédé, qui après une magnifique échappée, vient de parcourir les 50 derniers kilomètres en 24 minutes.
Eh ben voilà, ça n'a pas été trop dur. Je vais t'entraîner tout spécialement. Ils vont être bien contents dans mon quartier. Roger ! L'entraînement continue et au suivant. Je suis venu au cinéma pour le comique, enfin le comique visuel, par la seule école qui existe et qui n'est que l'école. Ich bin wegen der Komik zum Film gekommen, wegen der optischen Komik. Ich bin durch die einzige Schule gegangen, die dafür existiert, die der Music Hall. Sicher haben Sie bemerkt, dass die große Blüte der amerikanischen Filmkomödie aus dem Music Hall hervorgegangen ist. Alle kamen von dort: Chaplin, Buster Keaton, Laurel und Hardy, alle. Sie alle haben hier gelernt, so wie eine Tänzerin tanzen lernt. Lernt ein Komiker, sich seiner Beine zu bedienen. L'École des Facteurs war eigentlich die Rohfassung für Tatis Schützenfest. Und dann haben wir uns in dieses im Grunde genommen verrückte Abenteuer gestürzt. Es ist so, als würden Sie morgen früh sagen, ich werde einen Film drehen. Was ich sagen will, ist, dass die Leute uns anschauten und sagten, die sind vollkommen verrückt, einen Kurzfilm zu drehen. Nein, nein, sagten wir dann, einen Spielfilm. Also das war schon sehr hart, aber wir sind dafür dann auch reichlich entschädigt worden. Diese Geschichte hatte ich geschrieben, als ich während des Krieges dort war. Und ich hatte den Einwohnern versprochen, einen Film bei ihnen zu drehen. Was ich dann ja auch tat. Was wir dann ja auch taten. Ein Film macht man schließlich nicht alleine. Als ich hinkam, traf ich auf Leute, die vollkommen baff waren, weil sie in einem Film mitwirken sollten. Sie mussten sogar unter der Woche in Sonntagskleidern herumlaufen, weil das Fest ja an einem Sonntag stattfindet. Zwischen den Aufnahmen sah man sie dann im Stehkragen ihre Felder bestellen. Verstehen Sie, das war recht originell, das muss ich schon sagen. Oh,
pas que tu vas pas en Amérique avec ton hélicoptère. Eh ben, toi, à New York avec ton motobicycle, mon héros. Oh, ben, toi, alors, oui. New York. Oh. Ah ben, dis donc, on a eu un film sur la poste en Amérique, hein. Et fille, et sa barde et sa galope, on n'a pas tourné, ouais. Eh ben, c'est notre facteur qui va faire vilain. Oh, ben, mon vieux, ça le calmera peut-être un peu. Quand on a vu le début des opérations, vous comprenez? Als wir den Beginn der Dreharbeiten sahen, glaubten wir, dass die ganze Sache doch recht brauchbar sein würde. Denn die Leute, die ganze Filmtruppe, interessierten sich für das Land und die Landarbeit. Sie hielten sich nicht abseits und daher lebten sie sich auch schnell ein. Wenn ich zufällig mal vorbeikam, schaute ich ihnen zu. Das war doch sehr interessant. Man fragte sich, was aus all dem wohl werden würde. C'était quand même curieux. On se demandait ce qui allait en sortir exactement de tout ça. Wir stellten eine kleine Mannschaft aus Technikern zusammen, die für recht wenig Lohn arbeiteten. Alle waren an dem Erfolg des Films interessiert und daran, dass er Gewinne einspielte. Ich muss sagen, wir standen vor riesigen Schwierigkeiten, aber die ganze Mannschaft wuchs über sich selbst hinaus und hatte so große Lust, diesen Film zu machen, dass ich von dieser ganzen Mannschaft sozusagen getragen wurde. Cette équipe qui avait vraiment envie de raconter autre chose et de faire ce film, que j'ai été un peu, si vous voulez, porté par une équipe. Alors, tu qui sais? Non, et qui ça fera jamais. Ah, bravo, bravo, messieurs, c'est du beau travail, joli résultat. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Marcel? Ben, puisque tu me demandes mon avis, je crois que ces messieurs ont pas dû siffler en mesure. Oh, parole avec celui-là, bien sûr. Oui, mais par contre, le monsieur du PTT a fait preuve d'initiative personnelle, lui. Oh, vous savez. Allez, avouez-le, vous avez voyagé. Ah, hein. Je connais la région, oui. Dis donc, Roger, de l'instinct, de l'intelligence, on peut dire qu'il a été raté. Oh, il n'y a qu'à le regarder. Enfin, s'il avait été là au début de la manœuvre, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Ouais, évidemment, pour obtenir un résultat efficace dans cette délicate manœuvre, il faut avoir un homme. Quel sens de la responsabilité? Bah, un homme qui a du sang-froid, quoi, de la décision, une tête. En amour, un chef. Voilà, un homme qui commande. Il n'est jamais pris au sérieux dans le film. Er hat sich in dem Film niemals ernst genommen. Eine Szene mag ich besonders gerne, die, als die Jahrmarktsleute ihn eine zusätzliche Nummer spielen lassen und sich dabei eben seiner Naivität bedienen. Et voilà! Non, 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 vous ne l'enchez pas! Alors, ma fille est grande. Je vous en prie! Viele Bemerkungen, die für ganz bestimmte Leute und eben nicht für andere gedacht waren, ließ er einfach so nebenher fallen. Für mich ist Tati Schützenfest ein wirkliches Ereignis. Der Schauspieler Tati ist mindestens zu 80% am Erfolg des Erfinders Tati beteiligt. Der Film ist ganz sicher für ein Publikum bestimmt, das sich unverhohlen amüsieren will. Man fand zu einer universellen Sprache der Komik zurück. Dass dies nicht immer im gewollten Rhythmus geschah, steht fest. Aber ein neuer Motor darf sich anfangs einige Fehlzündungen erlauben. Hauptsache, er läuft. Tatis Schützenfest verdient unseren Stolz. François! Tati hält sein Versprechen, das er zwei Jahre zuvor den Einwohnern gegeben hatte, und kehrt am 2. Juli 1949 in Begleitung seiner Techniker und Schauspieler nach Saint-Sever zurück, um auf dem Dorfplatz seinen Film vorzustellen. Man übergibt ihm die Schlüssel der Stadt und enthüllt eine Gipsstatue, die den Briefträger darstellt. Der Bürgermeister hält eine Rede. Saluer celui qui, un jour de fête, a plongé sans regarder en arrière, dans la rivière et dans la gloire. François, notre François, facteur honoraire 13e du nom de notre commune, a su en 90 minutes conquérir le cœur de ses concitoyens. Ça
Ich wollte nicht erzählen, dass der Briefträger nach Paris kommt, dass er aus dem Postministerium zurückkehrt, dass er heiratet. Das sehe ich alles nicht. Meine Geschichte des Schützenfestes und die des Briefträgers hatte ich erzählt und sie endete hier. Bei Hulot liegt die Sache anders, da ist eine andere Figur. Er kann schon aus Behörden herauskommen und gut oder schlecht angesehen sein. Man kann ihm begegnen. Die Geschichte des Briefträgers dagegen ist schwerlich fortzusetzen. Wie entstand die Figur des Monsieur Hulot? C'est très difficile dans le fond de dire comment naît un personnage comique. Hulot, lui, moi, c'est un personnage que j'ai connu. J'ai connu au 16e Dragon. Oui, au 16e. À Saint-Germain-en-Laye, il y avait au 16e Dragon un garçon coiffeur qui, lui, ne connaissait absolument rien aux chevaux. Et il avait son petit calot très, très pointu. Il était très aimable avec tout le monde. Il avait peur des chevaux. Et dans le fond, il soignait un peu les chevaux comme en faisant une légère coupe de cheveux. Et ce personnage, qui ne s'appelait pas d'ailleurs Hulot, je dois dire, avait un petit peu, si l'on veut, nivelé les galons. Voilà. Ben, c'est pas tellement Monsieur Hulot, c'est le personnage, dans le fond, que j'ai essayé, dans le fond, si vous voulez, d'imaginer. C'est-à-dire que c'est un personnage humain, simple, timide, et dans le fond, ce personnage que vous pourriez, vous, également rencontrer dans la rue ce soir en sortant, sans que, pour cela, vous disiez, tiens, voilà un personnage ou un comique de cinéma. Oh, je suis content d'être arrivé, tu sais. Merci, tant pis. Hulot. Tu connais ce monsieur? Très gentleman. Oh, quel voyage! Une demi-heure d'attente à Laval, pas de wagon-restaurant, des gens qui vous marchent sur les pieds et une chaleur épouvantable. Je ne suis pas à prendre avec des pincettes. Il a fallu que je prenne des bagages pour l'heure. Avec tout ce monde dans les gares, mais j'ai cru mourir de soif. Et bien entendu, pas une goutte d'eau minérale. Non, une bousculade pour les correspondances. 10 minutes d'arrêt à l'emballe. Une chaleur. Tu ne peux pas savoir. Changed it a bit, but you see, like that always always happened. A few plastic table in the restaurant now. Monsieur? I went through a lot of places, and every time it was something different. I say, now, where we put the camera? What we're going to have? But when we arrive here with the car, we can see from the shape of that is a real studio. Here, I stay by myself 4 days, alone, watching all the possibility of shooting. And the moment we start shooting, I knew exactly where to put the camera. Quite a lot of English came here, English people, and they have seen the picture. And they really asked to sleep on Mr. Hulot's bedroom. Yeah. And this room was reserved for many weeks because everybody wants to go there to see what he was looking for, what was his view. À toi, Jean. Ben, Jean.
Jean. Jean. Ich habe den Dialog stilisiert. Ich bin ein wenig in Impressionen abgeschweift. Dies ist keine dramatische Konstruktion, es ist nur ein realistischer Einsatz des Dialogs. Eine Filmkomödie verläuft nach einem Gedankenschema. Es gibt einen Anfang, dann wird das Thema vorgestellt und entwickelt und schließlich auch ein kurzes Fazit gezogen. Was man eine filmische Verwicklung nennt, ist zum Beispiel Folgendes. Der große Direktor hat einen Sohn und eine Sekretärin. Er verbietet seinem Sohn, diese Sekretärin zu heiraten, weil sie nicht so wohlhabend ist wie der Direktor, dessen Vermögen nach seinem Tode auf den Sohn vererbt werden wird. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Konstruktion. Gut, also 2 Stunden lang erklärt man ihnen, dass sich die Sache unter keinen Umständen zum Guten wenden kann, weil die Sekretärin nicht über die finanziellen Mittel verfügt, um den Sohn dieses sehr wichtigen Herrn heiraten zu können. Gut, wenn man dann etwa in der Mitte des Films erfährt, dass 1939 oder 40 der Vater des jungen Mädchens dem großen Direktor während des Krieges das Leben gerettet hat, weil der wiederum den Vater des jungen Mädchens befreite, können die beiden am Schluss des Films heiraten. Das ist natürlich eine dramatische Konstruktion, vor allem wenn am Ende ein Hund auftaucht und die Hände der beiden Verlobten ableckt. Anders bei einem Slapstick-Film. Wenn ich Sie bitten würde, mir auf 10 Seiten das Drehbuch das Thema von Goldrausch aufzuschreiben, könnten Sie nur notieren, ein Mann mit Melone und großen ausgetretenen Schuhen geht in den Schnee hinaus, um Gold zu suchen. Un monsieur part avec un melon et des godillots dans la neige pour chercher de l'or. Point. Das wäre schon alles. Was Chaplin daraus gemacht hat, ist dann etwas ganz anderes. Gut, nehmen wir also das Thema von Die Ferien des Monsieur Hulot. Worum geht es? Eine Person fährt in Urlaub und stellt sich vor, dass er diese Ferien mit vielen anderen Menschen verbringen wird, die auch Lust auf Urlaub verspüren. In Wirklichkeit aber erfährt man, dass der Industrielle weiter seine Telefongespräche führt, um zu erfahren, wie die Geschäfte laufen. Der ehemalige Kommandant nur von seinen Kriegserlebnissen erzählt, der junge Intellektuelle Europa neu organisieren will und dass all diese Leute eigentlich gar keine Ferien machen, sondern ihren Beruf in den Urlaub mitnehmen und hier dasselbe tun wie zu Hause in Paris. Außer Monsieur Hulot und einer Engländerin. Doch auch hier steckt eine Konstruktion dahinter, eine Verteidigung der Menschen mit ihren unterschiedlichen Charakteren und Persönlichkeiten. Nein. Alors jouez. Il parle en particulier des efforts de l'hygiène et de la prophylaxie pour suppléer aux déficiences du système humain. Sehen Sie, man muss sich entscheiden. Entweder ist man Autor von Komödien, die auf qualitativ hochwertigen Dialogen basieren, dann interessieren Sie diese Dialoge, oder aber Sie machen das Gegenteil und setzen auf visuelle Effekte. Dann stört ein Dialog die Handlung nur. Und dann hat man mir vorgeworfen, die Dialoge in Die Ferien des Monsieur Hulot seien schlecht. Darauf könnte ich antworten, dass in jenem Jahr Monsieur Janson die Ferien nicht mit uns zusammen verbrachte und ich also auf die Dialoge der Sommerfrischler am Strand angewiesen war. Was aber könnte es Lustigeres geben als diese Gespräche? Ich weiß es nicht. Oh,
coquillage. Oh, encore un. Il est joli. Tiens, celui-là, prends-le, il est splendide. Et le peignoir, t'as pas oublié de l'emporter? Eh bien, bon. Smooth, tiens-moi ça, une minute. Oh, écoute, viens. Je prends le cas de... Nehmen wir die Szene auf dem Friedhof in Die Ferien des Monsieur Hulot. Hulot steckt in Schwierigkeiten, das Verdeck seines Autos fällt ihm auf den Kopf und er sieht nicht, dass er durch ein Friedhofstor fährt. Hulot erleidet den Gag. Er nimmt ihn bewusst hin, ohne ihn konstruiert zu haben. Wenn Chaplin zum Beispiel diesen Gag für gut genug befunden hätte, ihn in einen seiner Filme einzubauen und in dieselbe Situation gekommen wäre, hätte er diesen Reifen bewusst herausgenommen. Er hätte selbst die Blätter draufgeklebt und ihn selbst zu einem Kranz umfunktioniert. Und so hätte er vor dem Zuschauer einen Gag kreiert. Diesen Gag hätte man für gut oder schlecht befunden. Ich meine, er wäre ganz gut gewesen. Aber Chaplin hätte direkt unter Beweis gestellt, dass er nachgedacht hatte und dass die Idee für diesen Gag von ihm stammte. Dass er im Grunde genommen voller Witz steckte, um einen solchen Gag zu erfinden. Diese Möglichkeit lasse ich Hulot zu keiner Zeit. Im März 1953 wird der Film Die Ferien des Monsieur Hulot in drei Pariser Kinos vorgestellt. Das Essen anlässlich der Verleihung des Preises Louis de Luc geht zu Ende. Und ich frage Georges Fadoul nach seiner Meinung zu der Wahl und dem Preis. Ich bin äußerst erfreut darüber, dass Jacques Tati einen Preis für die Ferien des Monsieur Hulot erhalten hat. Denn Jacques Tati ist meiner Meinung nach der größte Komiker Frankreichs, seit Max Linder von uns gegangen ist. Seit 40 Jahren also. Dies ist ein ernstzunehmender Preis und dass ich ihn erhalten habe, berührt mich tief, denn mein Beruf wird oft als der eines dummen August angesehen. Es ist sehr wichtig für mich, dass mir diese Ehre zuteil geworden ist. Was macht Monsieur Hulot, wenn er nicht in Ferien ist? Ich werde den Zuschauern nun mehr über Hulot erzählen, wo er wohnt, wo er arbeitet und welche familiären Kontakte er hat. Alles Dinge, die auch uns umgeben. Non, non et non. Ça ne peut plus durer. Ça devient ridicule. C'est un mauvais exemple pour Gérard. Oh, écoute. Enfin, écoute quoi? Enfin, son oncle ci, son oncle là. Enfin, quoi? Oui, en somme, tu es jaloux. Quoi? Oui, tu es jaloux de lui. Jaloux, moi? Oui. Ah, non, dis, regarde-le. Oh, tout de même, faut être juste. Il faut qu'il parte.
Sie haben einmal gesagt, Sie drehten aus dem Gedächtnis. Bedeutet das, Sie haben ohne Drehbuch gearbeitet? Wenn ich sage, ich drehe aus dem Gedächtnis, heißt das, dass ich das Drehbuch auswendig kenne. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Wenn ich zum Beispiel entscheide, was in Mein Onkel passiert, oder sehe, wie immer mehr Menschen auf den Straßen mit immer weniger Vergnügen den weißen Mittellinien folgen, dachte ich mir, dass man ihre Aufmerksamkeit wecken könnte, indem man ihnen sagt, Achtung, das alles sieht aus, als sei es sehr gut konstruiert, sehr sauber, sehr klar, wunderbar. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass euch das, was ihr tut, besonders viel Spaß macht. Mais je n'ai pas l'impression que il y a énormément de gaieté dans tout ce que vous faites. Alors, also sage ich mir, gut, und dazu habe ich das Recht, es gibt auch noch etwas anderes. Die Kinder müssen noch immer die Möglichkeit haben, auf unbebautem Gelände herumzutollen. Ich selbst habe Erinnerungen an herrliche, unbebaute Grundstücke. Bernard, l'aiguillage. À toi, Gérard. Oh, c'est malin. Ah oui, franchement, non, écoutez, je vous jure. Oh là là, oh, c'est triste de voir ça, non? Oh! Oh là 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 là. Ich gehe spazieren und mache in den Straßen meine Beobachtungen. Dann sehe ich, ob mein Thema standhält, ob Monsieur Arpel wirklich existiert. Und indem ich beobachte, konstruiere ich Stück für Stück meine Geschichte und erzähle sie. Alors, deux, quatre. Sieht man sich die Villa von Monsieur Arpel an, wird man sagen, ich sei gegen moderne Architektur. Ich glaube, das ist falsch. Denn die Villa ist eigentlich nur das Symbol für das Verhalten von Monsieur Arpel in eben dieser Villa. Wenn sie von einem jungen Paar bewohnt wäre, wobei der Mann Maler und seine Frau ebenfalls Klavierlehrerin wäre, glaube ich nicht, dass sie auch auf die Idee verfallen werden, eine S-förmige Allee anzulegen und eine Wasserfontäne installieren zu lassen, die beim Eintreffen der Gäste geöffnet wird. Ich glaube, sie hätten eine einfache Rasenfläche angelegt, die sehr gut zur Villa gepasst hätte. Wenn Sie so wollen, gibt es also überhaupt keine Verbindung zwischen der Architektur und den Handlungsträgern. Ich spiele mit den Menschen und keineswegs mit den Kulissen. Avancez, coupez l'œil magnétique. L'œil quoi? Oh, oh non, monsieur, c'est pas possible, je vais me faire électrocuter. Oh, ben je vais te fermer les yeux, un peu de courage, quoi. Oh, allez, avancez, ah, allez, ah, allez, 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 allez. Voilà. Oh, le gag, si vous voulez, il est fait en zigzag
Et il augmente à chaque fois par le nombre de personnages. Der Gag verläuft in Form einer Zickzacklinie und steigert sich jedes Mal mit der Anzahl der Personen. Diese Entwicklung mag anfangs vielleicht schockieren, weil man sich sagt, schade, man sieht immer eine komische Figur, von der man erwartet, dass sie es ist, die uns zum Lachen bringt. Weiterentwicklung bedeutet, dass man eine Tür öffnet und sagt, ihr alle könntet das umsetzen. Ihr alle könntet Schwierigkeiten mit einem Auto haben. Hey, à toi! Ah bah ça alors, sans blague, tu peux pas faire attention? Tu vois pas qu'il y a le feu rouge? Il y a 25 ans que je fais de taxi, c'est quand même malheureux. Voilà. Alors j'ai jamais vu et ça. Alors, voilà rien votre voiture. Ouais, moi, voiture. Sans blague. Ah oh, bah celle-là elle est bonne. Non mais alors ça va pas? Also ich habe mal einen Autofahrer gesehen, der am Steuer seines Lieferwagens saß. Der unterhielt sich mit einem Freund neben ihm und bemerkte daher nicht, dass die Ampel auf Rot umschaltete. Daraufhin ging er voll in die Bremsen und man hörte einen dumpfen Aufprall. Also stieg er aus seinem Lieferwagen. Im Auto dahinter saß eine Frau, die gerade auf dem Weg zum Einkaufen war und deren Hut an der Windschutzscheibe hing. Er ging auf sie zu und sagte zu ihr, entschuldigen Sie bitte, Madame, aber wie halten Sie eigentlich an, wenn ich nicht da bin? Nun, ich gebe dem Zuschauer gerne ein Bild vor, aber nicht auf das i-Tüpfelchen genau, weil ich möchte, dass er sich selber darin sucht. Ich lasse ihn teilhaben. Mit einem Augenzwinkern sage ich ihm, komm mit mir hinter die Kamera. Du wirst sehen, du wirst mitbeobachten. Das Kino ist zu einem regelrechten Industriezweig geworden. Filme machen kostet viel Geld. Und so sagt man sich, gut, man muss ein möglichst großes Publikum ansprechen. Der Film muss jedem gefallen. Dazu muss man eine sehr gute, solide Geschichte finden, die, wenn möglich, ein großer Bucherfolg gewesen ist. Dann weiß man, dass der Zuschauer das Thema mag, weil er den Inhalt kennt. Là, on est sûr que les spectateurs aiment déjà le sujet puisqu'ils ont déjà lu. Dann beauftragt man einen bekannten Regisseur, den Film zu machen, damit er der Geschichte das richtige Tempo verleiht. Und dann beginnt man mit der Auswahl der Schauspieler, um den Film verkaufen zu können. Also ich denke, für die neue Generation der Filmleute muss gelten, dass ein Mann alleine einen Bericht abliefert, mit all seinen Schwächen und mit all seinen Fähigkeiten. Sogar wenn er orthografische Fehler macht. Und davon gibt es in meinen Filmen einige, da bin ich ganz sicher. Avec ses défauts, ses qualités, et même s'il y a des fautes d'orthographe, il y en a dans les films que je fais, j'en suis sûr. Ich meine, diese Fehler sind unerlässlich und stellen einerseits eine absolute künstlerische Freiheit dar und garantieren andererseits dem Regisseur die nötige Unabhängigkeit, die ihm erst erlaubt, seine Geschichte zu erzählen. Von unserer Sorte, denen man das Recht einräumt, das erzählen zu dürfen, woran sie Spaß haben, gibt es heute nicht viele. À l'issue de près de deux années de travail acharné, le montage du film Mon oncle est terminé.
À 50 ans, Jacques Tati va sortir son troisième long métrage. Le premier pays à l'accueillir sera la Hollande. Ah, c'est vous. C'est vous de nouveau. You want to see the piece palette and get all the thing here? I want to see it, but not right now, for I want to talk with you. It's a microphone. Mais je vais parler français parce que vous êtes français, n'est-ce pas? Je suis français. Vous savez, en France, on dit très français. Oui, très, très français. J'ai dit que je suis ravie de votre dernier film, mon oncle. Ah, ça me fait très plaisir. Il est bien. Vous le trouvez aussi? Moi, j'aime. On aime toujours le dernier, vous savez, c'est comme les enfants. Oui, mais j'ai remarqué quelque chose, Monsieur Tati. Dans mon oncle, tout le monde parle en même temps, comme en Monsieur Hulot en vacances. Pourquoi? Parce que je crois que dans la vie, tout le monde parle un petit peu en même temps. Oui, ça c'est vrai. Parce que, voyez-vous, quand vous êtes au cinéma ou à la télévision, le metteur en scène donne des instructions en disant... c'est à vous de parler, on vous fait l'interview. Mm-hmm. Alors on dit, vous êtes venu voir le palais de la paix, vous comptez, 1, 2, 3, à vous de parler. Alors vous répondez, oui je suis venu voir le palais de la paix. Oui. Bon. Et vous êtes très content de voir le palais de la paix. De nouveau, le metteur en scène arrête et dit, à vous. Oui, je suis forcément très content de voir le palais de la paix. Et la conversation est fausse, parce que dans la vie, surtout en France, on parle aussi un peu avec les mains, vous avez rendu compte, et les gens n'arrêtent pas à dire, alors, vous avez vu le palais de la paix? Oui, mais c'est merveilleux, parce que le palais de la paix... Je vais vous montrer maintenant le palais de la paix. Ah. Bien? Oui, je suis très content. Allez-y. Au revoir et à bientôt. Mein Onkel erhält bei den Filmfestspielen in Cannes einen Sonderpreis. Und in den Vereinigten Staaten wird Tati für den Oscar nominiert. Jacques Tati est arrivé à Cannes en compagnie de son jeune interprète Gérard Bécourt qui fait son apprentissage de vedette. Ce soir, mon oncle sera présenté dans la grande salle du Palais des Festivals. Accompagné à sa demande de son équipe technique et de ses comédiens, Jacques Tati monte sur le podium pour y recevoir le prix spécial du jury. À la demande de nombreux pays étrangers, Jacques Tati a commencé son périple autour du monde pour présenter son dernier film, Mon nom. Sa première étape était Genève, où il a été accueilli à l'aérodrome par le consul de France. Jacques Tati a profité de son séjour à Rome pour visiter les ruines impressionnantes d'un monument célèbre avant de participer à une émission de variété populaire où les invités sont conviés à répondre à une série d'énigmes musicales. Monsieur Tati. Oui. Vous savez, Monsieur Tati, que nous avons invité ici à vous pour vous faire chanter
Moi, me faire chanter? Oui. Ah non, non, ça c'est... Ramper. Non, 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 ça je vous promets. D'abord, je ne chante pas, je ne sais pas chanter. Je vous en prie. Je ne connais pas. Non, non, non. Un peu plus fort. Non, non, je ne chante pas. Ah, j'ai compris. Voilà. Bien, bien. Fort. Bien. Chante pas. Bien. Là, monsieur, tout. Monsieur Tati, j'ai compris. Chantez. Ma perché non vuole cantare? Ma lei non ama le canzoni, monsieur Tati? Vous n'aimez pas la chanson? Non, j'aime la chanson. Ah, bien. Mais j'ai un mauvais souvenir de chanteur. Un cattivo ricordo dei cantanti e perché? Non, parce que autrefois je faisais un numéro de music hall. In altri tempi lei faceva un numero di varietà, era bravissimo, lo sappiamo. Alors, un jour je me trouve dans un gala. Sì. Et je passais derrière Chevalier. In una serata lui era a passare dietro Chevalier. Oui. Alors, je préparais mes affaires, oui, n'est-ce pas, pour passer. Preparato i suoi attrezzi. Et Chevalier finissait son tour de chant. Oui, pas. Si. Et en quittant la scène... Chevalier a finito il suo numero di canto e ha lasciato la scena. Et sì. Le public... Il pubblico. Chevalier, Chevalier, je ne sais pas, vous avez gagné. Ah. Mais je ne sais pas. Mais personne ne sait. Nessuno la sa. È proprio a me la doveva fare, non la sa nessuno, la fa a me. No, monsieur. Non, parce que, écoutez, non, ah. Non, je vous... La grave. Non, je vous... Écoutez, parce que c'est la nouvelle chanson, la nouvelle musique de mon film, et comme il n'est pas encore passé ici... Ah, ecco, la nuova canzone del suo film, che ancora non abbiamo visto, quindi non la potevamo sapere assolutamente. Ma questo è un militarista. Well, we are very happy to have with us tonight a gentleman of international reputation, one of Europe's finest comedians. I'm sure a great many of you saw him a couple of years back in his wonderful movie, Mr. Hulot's Holiday. And I know that you'll get a tremendous kick when you see him in his new picture. It's called My Uncle, which, by the way, won a special award at the Cannes Film Festival. A can of film. No, actually, it did. It won a special award. My Uncle. And I bet no uncle of yours ever won a special award, so don't just stand there. Anyway, here he is, the director, writer, and star of My Uncle, Jacques Tati. Here he is. Bonsoir, Monsieur Tati. Bonsoir, Monsieur Alain. Ça va, c'est Alain. Well, that'll take care of that. Now we'll switch to my language. Mr. Tati, you are the writer, director, and star of your new picture. Isn't that an awful lot of work? It really is. It's an awful lot. Yes. Well, if so, why do you do it? Well, because nobody would want to do it, you see. Couldn't get anybody. Well, first, would you give the folks a little idea of the story? Well, it's difficult to say about the story because lots of people find there's no story in my pictures, you see. Gespannt erwartet Tati das Ergebnis der Nominierung. Mein Onkel erhält den Oscar für den besten ausländischen Film. Am Ende der Preisverleihung schlägt man ihm ein Treffen mit einer Persönlichkeit seiner Wahl vor. Und ohne Zögern antwortet er: Buster Keaton. Mit von der Partie Harold Lloyd, Mack Sennett und der alte Stan Laurel. Buster Keaton ist vom Ton in den Filmen Tatis beeindruckt und bietet ihm die Synchronisation seiner eigenen Werke an. Jacques Tati est revenu de New York, où il a ajouté de nouveaux lauriers au palmarès de Mon Oncle. Personnage lunaire qui dresse sans en avoir l'air un bilan de la civilisation moderne, Tati n'a d'ailleurs pas fini sa carrière, puisqu'au cours d'une conférence de presse, il a annoncé
que son prochain film serait Mon oncle en voyage. Souhaitons donc bon voyage aux futurs spectateurs. In seiner Geburtsstadt Lübeck findet ein Empfang für Jacques Tati statt. Der Bürgermeister fühlt sich durch den Ruhm des Regisseurs sehr geschmeichelt und organisiert einen Ehrenumtrunk. Er ist wohl mit dieser Art von Veranstaltungen vertraut und kann nicht umhin, die Zeremonie der Preisübergabe zu wiederholen. Madame Tati-Chef, die Mutter von Jacques Tati, ist ebenfalls sehr stolz, aber vor allem sehr gerührt. In offiziellerem Rahmen wird Jacques Tati am 30. Mai 1959 von General de Gaulle geehrt. Je reviens au Music Hall parce que je crois que nous avons besoin aujourd'hui d'un certain retour au spectacle. Le cinéma est devenu une industrie. C'est un peu mécanique et j'avoue que le fait de revenir ici, de trouver des jongleurs, des acrobates, des musiciens, des danseurs, me met évidemment dans une position plus qu'agréable, puisque je retrouve tout mon petit monde. Et donc, Patrick, c'est vous qui avez su le décider à ça. Ah, j'ai mis 5 ans à y arriver, pour y arriver. On a patience dans ce métier. Oui, mais je dois dire qu'avec lui, c'était un peu particulier. J'avais pas tous mes atouts, parce que c'est un camarade de, je peux bien le dire, de presque 40 ans. Oui. C'est un camarade de lycée. Alors, devant un camarade de lycée, on n'a pas toutes ses armes, vous voyez. Il fallait que vous attendiez qu'il y soit prêt. J'attends qu'il y soit prêt, qu'il s'y décide. Et je dois dire que c'est lui qui s'y est décidé, qui m'a dit, allez, on y va. Ici, il y a une ambiance, on sent tout à coup, c'est pour ça, moi j'ai rajeuni en venant ici. Je retrouve des gens qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie de jongler, qui s'entraînent, des gens qui ont envie de danser. Là, je me sens épaulé, je me sens pris en main par toute cette équipe, et j'avoue que c'est une expérience que j'espère que je n'aurai pas regretté. Messieurs, à vos commandements. Garde à vous. Chez le facteur, les jambes ne suffisent pas. Il y a aussi la tête, dont les expressions ont leur importance. Premier exemple, une carte postale. Oh, prospectus. Oh. Imprimé. Oh, alors, pouf. Expression pour avis de mariage. De naissance. Ah. Mandat. Expression pour avis de décès. Contribution. Ah bah. Ouais. Pour la signature, pointe pique. Avec la vraie pointe pique, le est supprimé. Forcément, c'est l'habitude du crayon. Il était valable que dans l'emploi du crayon. Tant qu'on s'en fait à nous. Attention, messieurs. Pour la formule 1910, modifiée 60. Une nouvelle fois parce que j'ai fait des essais, c'est-à-dire que j'ai fait des essais couleurs. J'ai, pendant la période de la fête, j'ai essayé, non pas que les drapeaux soient noirs et blancs, ce qui est quand même faux, c'est qu'ils soient bleu, blanc, rouge, et les guirlandes également de couleurs. La difficulté, c'est d'arriver à mettre la couleur seulement où l'auteur voudrait. Et ça gêne pour raconter l'histoire, car l'auteur a toujours à sa disposition trop de couleurs. Je crois que ça choque un peu au moment, et puis au début, et puis alors après, quand on le revoit qu'en noir et blanc, on trouve qu'il manque quand même quelque chose. Dans votre prochain film, vous allez employer ce procédé aussi? Oui.
colorer uniquement certains. Oui, je vais essayer de guider les spectateurs, c'est-à-dire que je vais essayer de leur faire voir, de leur raconter une histoire en couleur. Ce que j'ai d'ailleurs un peu essayé dans Mon Oncle, où j'avais déjà eu, mis les tuyaux, par exemple, chez les Harpel, étaient rouges et toute l'usine était grise. Enfin, j'avais déjà essayé de faire une gamme. Voilà, une gamme, oui, parce que je crois que le spectateur a trop de choses à voir en même temps. Il voit la couleur et puis je crois qu'il faut lui raconter cette histoire. Votre prochain film s'appelle comment ? C'est un titre anglais. Im Juni 1964 mietet Spectra Film, die Produktionsgesellschaft von Jacques Tati, von der Stadt Paris 15.000 Quadratmeter Terrain, um darauf die Kulisse für Playtime zu errichten. In nur 5 Monaten verwandeln 100 Arbeiter dieses Gelände in eine richtige Stadt. Wir wollten an echten Schauplätzen drehen. Aber nach einer Woche Arbeit wurde uns klar, dass es schwierig war, den Luftverkehr von Orly zu stoppen. Oder die Warenannahme eines Drugstores oder Supermarktes, wenn dort Hochbetrieb herrschte. Um diesen Film drehen zu können, waren wir also gezwungen, die entsprechende Kulisse aufzubauen. Warum ein englischer Titel? Naja, weil sich die Handlung auf Parkplätzen abspielt. Autos werden dort abgestellt. Die Hausfrauen kaufen im Supermarket ein. Es gibt Drugstores, abends geht man in den Nightclub. Ich habe keinen französischen Titel gefunden, der zur Handlung passte. Und so habe ich den Film Playtime genannt. Eine Gruppe Amerikaner kommt nach Frankreich, um Paris zu besuchen. Schließlich stellen sie fest, dass der Flughafen, auf dem sie gelandet sind, genauso aussieht wie der in Rom, den sie gerade verlassen haben. Dass die Straßen hier wie die in Hamburg ausschauen und die Straßenlaternen denen von New York merkwürdig ähnlich sind. Es ist eine Frage der Dimension. In der großen Eingangshalle von Orly, die ja von Architekten konzipiert wurde, hören die weiblichen Fluggäste und Stewardessen gezwungenermaßen die Absätze ihrer Schuhe widerhallen. Das gibt den Damen eine gewisse Strenge. Diese Leute nehmen sich wichtig, gerade weil sie sich in einem großen Raum aufhalten. Anders ist es, wenn sie dagegen in der Halle von Orly einen Regenschirm fallen lassen. Orly ist nicht dafür gemacht, einen Regenschirm darin fallen zu lassen. Orly n'a pas été fait pour que l'on fasse tomber un parapluie. On croit toujours dans un film à prétention. Man meint immer, in einem Film, der Anspruch auf Humor, auf Komik erhebt, müsse alles Bestehende niedergemacht werden. Das ist vollkommen falsch. Ganz im Gegenteil. Bei Reisen in die Schweiz, nach Deutschland oder Amerika habe ich Ausschau nach schön konstruierten Verkehrsverbindungen gehalten. Ich kritisiere nicht. Es ist nicht unser Beruf, die Architektur zu kritisieren. Unsere Aufgabe ist eher, ein wenig Humor und eine gewisse Fantasie in die Umgebung zu bringen und auf die Straßen, die man in unserer Zeit eben für uns baut. Es wäre aber lächerlich zu behaupten, ich sei gegen moderne Architektur, gegen eine Schule, in die Sonnenlicht eindringen kann, oder gegen ein gepflegtes Krankenhaus. Wäre ja lächerlich. Vous êtes donc à ce moment-là contre une école où le soleil peut rentrer dans cette école et contre un hôpital bien tenu. Enfin, je veux dire, c'est ça serait complètement ridicule. C'est la boîte, hein? Ouais. Je passe pour. Enfin, je suis pas dans le métier. On dit qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez. Was soll's, ich weiß auch nicht, in unserem Beruf heißt es oft, was ist denn mit euch los? Ich denke, ich mache nur meine Arbeit. Man hat den 70mm Film erfunden, die Vierspur-Magnetaufzeichnung, und ich weiß nicht, warum man zum Schwarz-Weiß-Film und einer einzigen Tonspur zurückkehren sollte. Ich stelle diesen Film über mein Privatleben und meinen persönlichen Komfort. Oft genug unterschreibt man noch schnell andere Filmverträge, um beruhigt zu sein oder weil man sich ein neues Auto oder ein neues Badezimmer leisten will. Ja.
make a wonderful gift for my maid. But I can't tell without what they're selling over there. It's antique. Kann ich Ihnen permettre, je vous aide? Ihren Hut, bitte schön. Oh, schauen Sie, verzeihen Sie, aber das kann natürlich vorkommen. Excusez-moi, Verzeihung. Ja, ça se regrette. Wo finden Sie Ihre Darsteller? Ich gehe in die Cafés oder zum Fußball, mische mich unter das Volk und rede mit den Leuten. Und dann sehe ich einen mit einer kurzen Nase und einer Schirmmütze und ich frage ihn, würde es Ihnen was ausmachen, wenn Sie kommen würden? Und aber ich kann doch gar nicht spielen. Aber doch, sicher. So finde ich die Darsteller. Ich glaube, ein Schauspieler kann nicht alles spielen. Ein Pariser Straßenjungen und ein Geschäftsmann. Je répète. Deux. Un. Non. Un, deux. Un. Oui. Après le film. Nach dem Film erhielt ich einen Brief von dem Portier eines modernen Geschäftsgebäudes. Das, was er mir schrieb, war für mich die beste Kritik, denn dafür hatte ich den Film gemacht. Et qui m'a simplement écrit ce qui pour moi est la meilleure critique et c'est pourquoi j'ai fait le film. Monsieur, ich habe Ihren Film gesehen. Ich bin Portier. Ich danke Ihnen, denn wenn jetzt der Generaldirektor am Ende des Ganges auftaucht, kommt mir ein kleines Lächeln, weil ich Playtime gesehen habe. Dieses Lächeln brauchte ich. Alors, ce sourire, j'avais besoin de lui apporter. Bon, alors avec la petite baguette de machin ici, mettez la petite baguette ici, c'est si jamais on remonte. In Tatis Schützenfest gibt es die Figur des Briefträgers, der die Verantwortung für den ganzen Film trägt. Und hier in Playtime habe ich immer die Person ausgewählt, die den Gag am besten realisieren kann. Ich sehe nicht ein, warum ich Anspruch darauf erheben sollte, den Gag mit dem Oberkellner zu machen, wenn der Oberkellner selbst wegen seiner Figur, seiner schauspielerischen Möglichkeiten und seiner Gestik am besten dafür geeignet ist. Good evening, sir. Garçon.
Ich denke, man muss sie daran erinnern, dass bei einer Störung doch der Monsieur mit dem Schraubenzieher geholt werden muss. Und eben diesen Monsieur mit seinem kleinen Schraubenzieher will ich in meinem Film verteidigen. Alles in allem ist dies ein Film der Techniker. Man macht bei diesem Film so ein Theater wegen seines Budgets, aber die Kulisse, die so riesig erscheint, hat so viel gekostet wie die Gage für einen großen Star. Francis Lemarque hat mir das Thema auf dem Klavier vorgespielt und es hat mir sehr gefallen. Wir haben dann zusammen mit François Robert das Arrangement erarbeitet. Das Thema schien mir für das, was ich machen wollte, sehr geeignet zu sein. Ich wollte, dass sich alles dreht. Ich wollte, dass sich die Autos drehen wie in einer Manege. Wenn man sich die Bilder nicht genau anschaut, passiert handlungsmäßig eigentlich nichts. Einer jungen Ausländerin einen kleinen Maiglöckchenstrauß zu überreichen, damit sie beeindruckt abreist, geht darauf zurück, dass der Flughafen Orly wohl eher von Maiglöckchen umgeben ist als von Aluminiumlampen. So habe ich aus dem Aluminium Maiglöckchen gemacht. Ich habe einige Briefe von Schülern bekommen. Und einer von ihnen schrieb mir, er habe, als er aus dem Kino herauskam, nicht mehr gewusst, ob der Film sich hier fortsetze. Das heißt, er sah die gleichen Bilder und er beobachtete die Leute so, wie er es im Kino getan hatte. Oder ob die Straße zur Leinwand geworden war. Ich denke, Playtime ist nicht unbedingt für die Leinwand gemacht, sondern für das Auge. Tatis Filmstadt muss verschwinden. Sie wird auf Anordnung der Stadt Paris abgerissen. André Malraux, Minister für Kultur, versagt Tati seine Hilfe, der die Kulissen erhalten will. Tati ist darüber nicht aufgebracht, aber er hätte es gerne gesehen, wenn seine Kulissen später von jungen Kinoleuten noch einmal verwendet worden wären. Als herausfordernde Geste wirft er das Drehbuch von Playtime unter ein umstürzendes Gebäude seiner Kulissen statt. I don't think the public is interesting to know how many troubles. Ich glaube nicht, dass sich die Öffentlichkeit für die Probleme, die wir hatten, interessiert oder wie viel der Film gekostet hat, was zu fragen ohnehin außerordentlich unhöflich wäre. Wenn ich Freunde in London besuche, sagen sie ja auch nicht, bitte Jacques, setz dich auf diesen Stuhl, mein Mann hat dafür 65.000 Franc bezahlt. Und nimm doch bitte noch eine Tasse Tee und etwas von diesen kleinen Kuchen. Sie sind sehr teuer, weil sie aus dem besten Laden kommen. Die Leute kommen doch nur, um sich einen Film anzusehen. Sie bezahlen ihre Kinoplätze und kümmern sich nicht um die Kosten des Films oder wie lange an ihm gearbeitet wurde. Sie mögen ihn oder nicht. Wir drehen einen Film und hoffen, dass er den Leuten Spaß macht. Das ist alles. Die Kritiken sind alles andere als ungeteilt. Man wirft Tati Anmaßung vor. Der Film wird vom Publikum verschmäht. Hulot ist dort zu selten präsent. Playtime bedeutet den Konkurs seiner Produktionsgesellschaft. Alle seine Filme werden gepfändet. I did feel that I was obliged to do Playtime, you see. Ich fühlte mich dazu verpflichtet, Playtime zu drehen. Und zwar nicht aus Gründen, wieder einen Film in den Kinos zu haben und Geld zu verdienen.
Ein Mensch wie ich achtet nicht auf Geschäft, sondern auf künstlerische Freiheit. Well, it would be only a business situation, and I have done it with a free. Und unter diesem Aspekt habe ich den Film gemacht. Künstlerische Freiheit muss im Kino erhalten bleiben, sonst drehen wir immer nur dieselben Filme. Otherwise, it would be no nothing. We will always do the same pictures. Voilà 10 longues années que nous sommes passés de vous. Mais comme vous avez dû le remarquer, personne ici ne vous a oublié. Merci. Il est donc superflu de vous présenter à votre public. Non. Même sans votre pipe et sans le vélo de Monsieur Hulot, on vous a reconnu. On vous a reconnu. Je me bornerai. Oh, vous êtes trop gentil. Je me bornerai à citer un grand journal étranger qui récemment a déclaré parmi les deux plus grands metteurs en scène. Vous le dites en danois. Ah, je l'ai dit en danois, justement. Oui, tout le monde dit à la fois de l'île, peut-être c'est un stomp, Crispo. Oui, parmi les deux plus grands metteurs en scène, l'autre, c'est Jacques Tati. Bien. Im Jahre 1970 beginnt Tati mit den Vorbereitungen zu Trafic. Mein Beruf ist das Beobachten. Das ist, was ich ständig tue. Ich beobachte Menschen auf der Straße und sehe, was lustig ist. Wir nennen das Observationen. Die Menschen würden viel mehr Spaß haben, wenn sie ihre Umgebung besser beobachten würden. Nehmen Sie den Mann, den der Verkehr und all die Autos langweilen. Besonders wenn er ein amerikanisches Auto hat, an dem alles automatisch funktioniert. Er sitzt so da und wartet. Auf was, weiß ich nicht. Er fährt an einem anderen Auto vorbei und plötzlich ändert sich seine Haltung und signalisiert: Ja, mein Auto. Und dann eine Frau, die den Weg finden will. Ich habe Trafic gemacht, weil mir bewusst wurde, auch wenn dies die Automobilhersteller nicht gern hören mögen, dass sich die Persönlichkeit eines Menschen vollständig verändert, sobald er in sein Auto steigt. Er fängt an, von Hubraum zu sprechen, und die Bedeutung des Blechs vor ihm verändert, wenn Sie so wollen, seine Persönlichkeit. Der sehr charmante Monsieur, von dem Sie sich eben in einem Restaurant oder einer Bar verabschiedet haben, verwandelt sich unvermittelt, wenn er in sein Auto steigt, in einen wahrhaft aggressiven Menschen, der fast zum Gangster wird, weil vor ihm ein anderer fährt, dessen Auto ein bisschen schneller als sein eigenes ist. Et qui devient presque un gangster, parce que il a devant lui un monsieur qui a une voiture un peu plus rapide que lui. Fest steht, dass wenn Sie anhalten, um eine Dame über einen Zebrastreifen zu lassen, das mache ich übrigens recht häufig, und dafür ein Lächeln ernten, Sie den Autofahrer, der das nicht tut, an der nächsten Ampel wieder treffen. Denn man trifft sich immer vor einer roten Ampel wieder.
Also hat sich diese Mühe vielleicht gelohnt, denn man steht ja auf gleicher Höhe vor einer Ampel und hat dafür ein Lächeln geerntet. Was die Konstruktion angeht, ist das vielleicht nicht sehr stark, aber hinsichtlich der Zufriedenheit und Lebensfreude schon. Und die versuche ich zu verteidigen. Das ist für mich wertvoll. Story, and I did need to have to transport a new car in the International Automobile Show. Then I. Ich hatte da diese Geschichte, wo ein neuer Autotyp zu einer internationalen Automobilausstellung gebracht werden sollte. Und daraus einen komischen Film zu machen, fiel mir außerordentlich leicht, denn allein die Umstände waren ideal. Man musste dabei zwei Grenzen passieren und Belgien durchqueren, was einer kleinen Expedition glich. Und dazu kam noch das Hindernis der verschiedenen Sprachen, denn natürlich versteht nicht jeder Französisch und wir verstehen vor allem überhaupt kein Holländisch. And we especially don't understand at all Dutch. Will you just take your time? You can't just sweep the table. You can come a little bit closer after the action. I will say the motor stop, yes? Uh-huh. And that's the moment you start. When you make a picture, you have to write a week before. Wenn Sie einen Film machen, müssen Sie ungefähr eine Woche vorher schriftlich festlegen, am Montag, den 12., möchte ich eine weiße oder blaue Tür in der und der Größe. Diese Bestellung tippt das Mädchen in die Maschine. Vorher hat sie noch schnell eine Tasse Kaffee getrunken. Sie tippt. Blaue Tür und so weiter. All das passiert eine Woche vorher, damit man sicher sein kann, dass am Drehtag eine blaue Tür in der und der Größe am Set ist. Am Abend davor aber kommt es Ihnen plötzlich im Verlauf des kreativen Prozesses, ob das nun gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, da kommt es Ihnen, dass die Schauspielerin mit dem Hut besser an einer gelben Tür vorbeilaufen sollte. Ich schwöre Ihnen, genau das ist mir passiert. Und dann stürzen Sie um 12 Uhr nachts ans Telefon. Es tut mir leid, aber ich brauche eine gelbe Tür. Und das wird dann ein echtes Problem. Und der andere sagt, also wirklich, zuerst ist die Tür blau und jetzt plötzlich gelb. Monsieur Tati ändert ständig seine Meinung. Beobachten Sie doch einmal einen Polizisten hier in London. Ich zeig's Ihnen. Also zuerst ist der englische Polizist überhaupt und sehr im Dienst. First, so. Sie wissen, dass es da lang geht, eindeutig. Der Franzose ist da ganz anders.
Vielleicht muss Ihr Polizist auf dem Common Market sich so verhalten. Der Franzose ist absolut anders. It's sometimes very serious, and I mean you're obliged to adapt all movement with material and so forth. And Komik ist manchmal etwas sehr Ernstes, aber man ist verpflichtet, jede Art von Material zu verwenden, und das ist nicht immer einfach. Es war schwer, all das zu lernen, und beim Tonfilm kommen noch die Dialoge dazu. Die müssen gut sein, und der Schauspieler muss das Drehbuch gut umsetzen können. It's quite fast to, for him to say the few words or the words the writer did for him. This man, and yes, I drive him. Ne pars pas avant. Avant que ce soit cadré. C'est pas cadré. Faites pas trop gros parce que ça. Je fais un cadré assez souvent. Non mais faites pas trop gros plan parce que. Bon, on n'ose plus bouger. Quand tu veux. Non, je dis ça pour rien. C'est pas encore cadré. Je t'envoie la chercher. Allez-y. Eine Sache, die du gemacht hast, hat mir sehr gefallen. Wie viele andere Dinge übrigens auch. Es ist nicht die wichtigste, aber deine neueste Arbeit, der Film Trafik. Als ich sagte, du könntest meinen Platz einnehmen, hast du darauf im großen Maßstab geantwortet. Denn du hast eine ganz bemerkenswerte soziale und ökonomische Kritik hervorgebracht. Nur, wenn ich so etwas sage, ich habe ja ganz und gar nicht deinen Witz, werde ich dafür beschimpft, verstehst du? Wenn ich sage, dass die Staus und so weiter von der Regierung zu verantworten sind, weil sie wollte, dass sich jeder Privatmann ein Auto kauft, behandelt man mich wie einen Verräter, wie einen rückständigen Menschen, einen armen Irren und so weiter. Zusammen mit Vertretern der schwedischen Ökologiebewegung demonstriert Tati in den Straßen von Stockholm gegen die Umweltverschmutzung durch das Auto. Parade, 1973 in Stockholm, für das schwedische Fernsehen gedreht, war der fünfte und letzte Film von Jacques Tati. Als Videofilm in 3 Tagen gedreht, wird Parade auf Filmformat kopiert und im darauffolgenden Jahr in den Kinos vorgestellt. Die Music Hall ist ein bisschen vernachlässigt worden, weil die Gesangskünstler sie in Besitz genommen haben. Ich gehe in Parade ein schwieriges Problem an. Ich stelle mich nämlich auf die Seite der Varieté-Künstler, wie zum Beispiel der Akrobatentruppe Les Vétérans. Ich will die Leute wieder ein wenig auf den Geschmack des zirkusnahen Varietés bringen, das im Besonderen eine Sache der Kinder ist, die ja sehr oft bei solchen Vorstellungen vergessen werden. Les enfants que l'on oublie bien souvent dans les spectacles. Et voici la rencontre catégorie Vilour qui opposera Keith Sullivan à son challenger Rocky Franzini. Rocky
Ich wurde vom schwedischen Publikum wirklich fantastisch aufgenommen. Und auch in meiner schwierigsten Phase haben mich die Schweden niemals fallen gelassen. Wenn ich also eine Idee habe, könnte ich meine Vorschläge auch den Engländern oder Amerikanern unterbreiten. Aber ich komme gerne hierher, weil ich mich hier ein wenig wie zu Hause fühle. In Angleterre, in Amerika. Aber ich liebe hier, weil ich mich ein bisschen zu Hause fühle. Es ist schwierig, zur Bereicherung des Zirkus beizutragen. Aber ich denke, der Staat wird sich darum kümmern müssen. Der Staat wird schon wissen, dass man diesen ganzen Leuten, die man zusammenpfercht, die man Verkehrszeichen befolgen und vor roten Ampeln anhalten lässt, ein Lächeln gönnen muss. Er wird wissen, dass der Zirkus eine Freude, ein Stück Freiheit ist. Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Zirkusbesuch, zu dem mich mein Vater mitnahm. Er fasste mich bei der Hand. Ich erinnere mich noch genau daran, als wäre es gestern gewesen. C'est Monsieur Jacques Tati. René Clément, personne, je vous le dis, personne. Alors, s'il vous plaît, diminuez un peu vos esquimaux, prenez 1% et donnez la chance aux jeunes de s'exprimer. Si j'ai pu apporter dans cette vie... Wenn ich in das tägliche Leben ein kleines Lächeln habe bringen können, werde ich nicht sagen, ich wäre stolz darauf.
aber ich denke, dass ich doch gut daran getan habe, dieses wunderbare Ausdrucksmittel zu wählen. J'ai bien fait de choisir ce merveilleux moyen d'expression. Fünf Jahre nach dem Tode von Jacques Tati werden die Filmrollen von Tatis Schützenfest aus den Archiven geholt. 1947 waren zwei Filmversionen entstanden, die eine in Schwarz-Weiß, die andere in Farbe. Mit Hilfe eines vollkommen neuen Verfahrens wurden die Farben mit einem Dreifarbenfilter während des Kopiervorganges auf einen Umkehrfilm gebracht. So hätte Tatis Schützenfest der erste französische Farbfilm werden können. Aber zur damaligen Zeit erwies sich dieses Verfahren noch als unbrauchbar. 40 Jahre später macht sich François Aide an die Arbeit, diesem Film seine ursprünglichen Farben wiederzugeben. Die nun folgenden Bilder hat Tati niemals gesehen. Nach diesem Porträt von Jacques Tati alias Monsieur Hulot, das seine Tochter Sophie von ihm zeichnete, sehen wir den ersten Kurzfilm mit Jacques Tati als Darsteller, Soigne ton gauche, achte auf deine Linke, bei dem René Clément Regie führte, und danach Mein Onkel in ungekürzter Fassung. Doch zuvor noch einmal der Filmemacher Pierre Etex, der mit Tati zusammengearbeitet hat. Warum gibt es diese Art Film, der den Zuschauer durch etwas anderes als den Dialog zum Lachen bringt, in unseren Kinos heute so selten? Sehen Sie, dem Film geht es so wie anderen Bereichen auch. Ich spreche nicht gerne von der Vergangenheit, weil es für mich immer negativ ist, sehnsüchtig nach hinten zu blicken auf das, was existierte, heute aber verschwunden ist. Alles hat seine Zeit und diese Art Film lebte eben in ihrer eigenen Zeit. Heute gibt es noch immer ein Publikum, das das Erscheinen neuer Dinge schätzt. Aber das muss dann etwas vollkommen Neues sein. Das groteske Kino der 30er Jahre war zu seiner Zeit etwas absolut Neuartiges, denn es war eng mit dem Auftauchen des Kinos überhaupt verbunden.
Damals wurden diese Dinge erst entdeckt, heute aber kann man nur noch Vergleiche ziehen. Wenn wir heute von Komik sprechen, beziehen wir uns immer auf etwas schon Dagewesenes. Die große Schwierigkeit unserer Tage ist wohl, dass die Fiktion von der Realität überholt wurde und dass man heute die Komik wahrscheinlich woanders suchen muss. Ich will nicht polemisch werden, aber nehmen wir einmal an, man wollte die Arbeit Tatis würdigen und vergäße dabei, einen seiner Filme zu zeigen. Das wäre komisch. Die Realität hätte die Fiktion überholt. Das ist komisch. Komisch, weil man gerade mit solchen Dingen etwas vollkommen Neuartiges kreieren könnte, das den Zuschauer von heute interessieren würde. Der Zuschauer unserer Tage weiß viele Dinge schon im Voraus. Alles ist normiert, auch die Filmsprache. So ist er nicht mehr so leicht zu überraschen wie damals. Erlaubte es die heutige Situation in der Filmindustrie noch, solche Filme wie Mein Onkel oder andere Filme zu drehen? Zum Beispiel die Filme von Laurel und Hardy oder Buster Keaton? Nein, unmöglich, aus wirtschaftlichen, aber auch aus gesellschaftlichen Gründen. Darum sagte ich Ihnen auch zu Beginn schon, dass es schwierig ist, zusammenfassend darüber zu sprechen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das Fernsehen durch Koproduktionen mit den Filmgesellschaften neue Regeln aufgestellt hat. Das Fernsehen hat viele Dinge ersetzt, viele Formen des Theaters. Nun ja, nicht eigentlich ersetzt, aber auf jeden Fall übernommen. So sind die Drehzeiten heute kürzer geworden. Für die Filme früher brauchte man Zeit zum Nachdenken. Man brauchte Zeit zur Vorbereitung. Wenn ein Haus über Buster Keaton zusammenstürzte, weil er einfach nur durch ein Fenster dieses Hauses stieg, mussten die Bühnenbildner und Architekten diese Sache sorgfältig planen. Das wäre heute vollkommen unmöglich, viel zu teuer. Außerdem gibt es heutzutage dieses Feuer, diese Quelle der Inspiration nicht mehr. Vielleicht auch, weil unsere Gesellschaft ein wenig grauer geworden ist. Das bringt Sie zum Lachen? Das bringt mich zum Lachen, weil ich Vertrauen in die menschliche Natur habe und mir sage, es kommt schon alles wieder in Ordnung. Sie sind beinahe gestürzt, oder? Nein, ich hoffe nicht zu stürzen. Ich hoffe, noch lange aufrecht stehen zu können. Okay.